Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren. Ich versuche jetzt mal mich fürs große Game Duel Skat Masters Finale in Berlin zu qualifizieren Video. Ja, ihr wisst es ja, es ist eins meiner Lieblingsturniere. Fast könnte man davon sprechen, dass dieses Maritim Hotel in Berlin so etwas wie mein persönliches Skat-Wohnzimmer ist. Da habe ich seit einigen Jahren einen super Lauf. Dieses Jahr allerdings muss ich richtig beißen, um mich für das Turnier zu qualifizieren. Hab's also noch nicht geschafft, in einem der Wochenturniere unter die ersten drei zu kommen. Das ist auch immer ein hartes Brot. Deswegen bleibe ich jetzt natürlich am Ball und es gibt zum Glück noch einen Plan B. Das ist die Jahresrangliste. Kann ich euch in den nächsten Videos mal ein wenig genauer vorstellen. Heute habe ich mal das 40. Skat Masters rausgesucht. Anfang Mai wurde es gespielt, um euch zu zeigen, wie ich so in dieses Turnier starte. Es ist ja, geht ja über 12 Päckchen A3 Spiele, also eine ganze Serie, 36 Spiele insgesamt. Und jetzt zeige ich euch mal die ersten drei, denn das ist ganz sicher ein Bereich, wo man sich ja auch überlegen muss, wo man sich fragen muss, gehe ich da sehr optimistisch ran oder taktiere ich am Anfang ein bisschen und schaue, ob eine gute Karte kommt. Meine Strategie ist da also eher am Anfang voll einsteigen in die Karte, also sehr optimistisch, nicht jetzt komplett übertrieben. Also mit der Methode absolute Brechstange hat beim Skat auch noch keiner was gewonnen. Aber wie gesagt, sehr optimistisch musst du schon an die Geschichte rangehen. Und das sehen wir hier gleich im ersten Spiel. Klar, dass ich einen einfachen Kreuz reize. Aber genauso klar, wir sehen es hier, Vorhand passt auf 24. Jetzt habe ich ganz kurz die Hoffnung, dass ich für 24 rankomme, noch in den Skat schauen kann. Und da wird die Hoffnung schon gestört durch das Gebot von Hinterhand. Jetzt muss ich mich also entscheiden. Und das ist genauso eine Situation in einem Turnierskat in der Bundesliga, würdest du vielleicht sagen, na, zwei Reizungen, 27, wird mir ein bisschen zu heiß das Eisen, aber nicht hier. Ja, es gibt ja immer noch mehrere Möglichkeiten, es kann gut drin liegen, du kannst es clever vortragen und die Gegner können auch immer noch mal einen Fehler machen. Also bei 30 bin ich hier Besitzer geworden, dann schiebe ich den Skat eben zur Seite und sage Kreuzhand. Bin selbst gespannt, ist ja durchaus mit Risiken verbunden. Der erste Stich schon mal gar nicht so schlecht, nur 11 Augen in Pik. Der zweite Stich gefällt mir natürlich schon deutlich weniger gut. Kein Angebot, Pik Dame Lusche. Andererseits habe ich natürlich auch gar nichts abzuschmeißen. Also retten wir hier erstmal die Trumpf 10. So, einmal Trumpf von unten. Hoffen, dass das gleichmäßig verteilt ist. Und da kommt die Pik 10. Ja, dann haben sie mich natürlich schön angeschmiert mit Überstich. Nun kann man sagen, ja, warum hast du nicht Kreuz Bube gezogen? Also ich habe ja nur 5 Trümpfe. Es fehlen 6 Trümpfe. Also dass ich jetzt mit Trumpf oben und dann unten diesen Überstich verhindert hätte, möglich, aber auch nicht gesichert. Also ich denke, man kann es auch so spielen. Und dann gibt es ja manchmal auch ein bisschen wieder gute Nachrichten. Also dadurch, dass ich in die Hinterhandposition komme, habe ich jetzt hier schon mal die Karo 10 nach Hause bekommen. Ja, vielleicht schläft sogar das Karo Ass, wer weiß. Auf jeden Fall ziehe ich jetzt mal erstmal meine beiden Herzvollen. Die laufen, damit habe ich auf jeden Fall 4 volle schon sicher. Und ja, dann wird's wohl eine enge Kiste. Karo Ass zum Beispiel ist nicht im Stock. Aber dass es knapp wird, das stand ja von vornherein drauf. Jetzt habe ich hier schön die Trumpfgabel hinten raus, sammle noch ein paar Bilder ein. Zwei liegen auch im Skat und damit mit 66 gewonnen. Also ein gelungener Auftakt in die Liste. Und das sieht doch hier gleich viel besser aus im zweiten Spiel. Drei Buben und die Herzflöte. Und dann auch noch golden gefunden, Kreuz Ass und 10 zum König. Wenn das kein Grang ist, es ist natürlich ein Grang und der hat sogar Schneider Schwarz Chancen. Wenn der Herz König nicht zu dritt steht, das ist dann die Belohnung, dass ich mich eben so ein bisschen ins Ziel zittern musste, dass ich hier einen völlig entspannten Vortrag habe. Und da fliegt die Herz 7. Damit ist natürlich der Rest bei mir und dann kann ich auch
mit dem Button Rest ist meins, mein Gegner zeigen, Leute, das müssen wir jetzt nicht ausspielen, da müssen wir jetzt nicht noch 8 Stiche hinzwirbeln. Ich zeige meine Karten, beide dürfen dann zustimmen oder auch weiterspielen, wenn sie es mir nicht glauben. Aber in dem Fall ist es ja offensichtlich, die Gegner geben auf und ich gewinne meinen Gang Schneider Schwarz. Ein 96er Spiel, das schmeckt natürlich immer besonders gut. Und was haben wir denn hier? Geht es so weiter? Schon wieder Bube und Ass in den ersten drei Karten. Aber dann lässt das doch ein wenig nach. Und das ist ja schon fast beruhigend. So ein ganz dickes 3 zu 0 Päckchen, das ja, ist einem dann ja manchmal fast schon ein wenig unheimlich. Lieber jetzt nach zwei guten Spielen auch mal einmal bescheiden im Gegenspiel gucken, was die Gegner so spielen. Gegen den Pik habe ich zwei Trumpf. Mag ja sein, dass mein Partner noch ein wenig was hat, aber wo er nicht gereizt hat, na, das wäre vielleicht zu viel erwartet. Oh, sieht wie ein Siebentrümpfer aus. Trumpfstand 2-2, eine Karolusche dabei, geht hier über die Dörfer bzw. über die Trümpfe, zieht leer in den Trümpfen rein, dann werden wir vielleicht wohl noch einen Stich machen. Ja, oder auch nicht. Mein Partner hat falsch abgeworfen, hat den Kreuz König gehalten. Das führt uns jetzt natürlich nicht aus dem Schneider. Und ja, schaut einmal her, Kreuz Karo Bube hat er gefunden. Also, ich bin hier nicht der Einzige, der mal eine gute Findung abonniert hat. Nichtsdestotrotz, schöner Einstand ins Turnier mit 230 Punkten aus dem ersten Päckchen. So, in der Auswertung sieht man dann auch, gegen wen wir gespielt haben. Ich könnte jetzt zurück zur Turnierübersicht und schauen, wie liege ich im Rennen, aber letztendlich, ich habe ja gerade angefangen, was soll da schon passiert sein mit 232 Punkten? Das kratzt mich nicht, klicke ich lieber gleich auf nächstes Spiel starten. Das wird dann eher hinten raus interessant, wenn du 9, 10 oder 11 Päckchen schon voll hast und mal gucken willst, wie liegst du im Turnier, wie musst du taktieren. Dann kannst du natürlich auch mal schauen, wie es im Zwischenstand aussieht. So, und das gefällt mir natürlich wieder. Das ist wieder ein starker Ansatz in Vorhand. Wieder die 24, die ich reizen kann. Diesmal weiß ich auch nicht. Ein Handspiel kann ich mich eigentlich nicht trauen mit einem blanken König, blanker Herzlusche und der Pik Dame. Müssen wir einfach hoffen, dass es diesmal für 24 reicht. Und es reicht für 20. Wunderbar. Dann kann ich ja ganz entspannt reingucken. Okay. Gut, das ist zwar auch beruhigend. Es liegt nicht immer Bube Ass oder zwei Buben oder Ass und 10. Du kannst auch hier mal absolute Schonkost finden. Karo 7 und 9 macht das Spiel natürlich nicht stärker. Dafür ist relativ klar, was ich zu drücken habe. Herz 7 und Pik Dame. Dann habe ich den Sechstrümpfer Kreuz mit, ja, mit einer Baustelle in der Beikarte. Das ist Karo. Das ist allerdings eine Baustelle. Die kann natürlich leicht auch sehr gefährlich werden, wenn Karo jetzt 3 zu 1 oder sogar 4 zu 0 verteilt ist. Wenn Karo 2 zu 2 steht, dürfte ich kein Problem bekommen, beziehungsweise auch in Trumpf kann natürlich noch was passieren, und das sehen wir hier im ersten Trumpfstich. Es fällt nur Herz Bube und Trumpf Lusche. Da vermute ich doch mal, dass Spieler 2 also 4 Trumpf dagegen hat, jetzt noch auf 2 Buben und dem Trumpf Ass hockt mit 2 Trumpfstichen. Das ist brandgefährlich. Nun treffen sie hier auch meine Stechfarbe. Immerhin kann ich schon mal das Ass rausnehmen. Das ist natürlich wichtig. Stehe ich jetzt auf 24 Augen. Ja, ich könnte natürlich auch jetzt direkt Karo weiterspielen, aber da verrate ich zu viel. Trumpfstiche werden sie sowieso machen. Trumpf also wieder weitergespielt und da fallen die 21, also Herz 10 ist weg, Trumpf ist weg. So, nun bekomme ich hier zum Glück nochmal locker meinen Trumpf König verstochen. Auf 35 meine ich jetzt, 24, 35, dann können wir auch mal schnell das Pik Ass hinziehen, dass da nichts mehr passiert. 46 und jetzt Karo raus vom Spiel und hoffen, dass wir noch eben die Pik 10 gestochen bekommen. Ja, und da kommt sie angeflogen. Von dem Mann, der gar keinen Trumpf mehr hat, kommt die Pik 10. Das macht es mir jetzt natürlich ein bisschen leicht. Und wir sehen es hier, hat er nicht auch noch Karo Ass und 10? Ja, er hat auch noch Karo Ass und 10. Also statt Pik 10 hätte er auch Karo 10 spielen können, mich dann schön in Karo König mit der Dame einspielen und dann die Pik 10 auf den Bubenstich von seinem Partner. Ich glaube, dann wäre es nicht gelungen, dann wäre ich, glaube ich, der zweite Sieger gewesen, auch wenn es knapp gewesen wäre. Also hier mit ein bisschen Muscle,
das Ding mit 67 gewonnen, trotz der vier Trümpfe. Ja, und jetzt sind wir im zweiten Spiel, und das nenne ich jetzt mal eine echte Gewissensentscheidung, ganz unabhängig davon, was die anderen reizen. Gut, erstmal muss ich abwarten, aber jetzt komme ich doch noch zum Zuge. Jetzt sind schon zwei Reizungen dabei und mein Fünftrümpfer Kreuz ohne 2 mit einem Seitenass, das ist natürlich alles andere als ein Gemälde. Pik 7 Dame, Karo Dame 10. Also, wenn du Pessimist bist, dann kommst du gar nicht auf den Gedanken, hier zu reizen. Aber ich sag ja, wir sind am Anfang, wir müssen erstmal ein bisschen was vorlegen und die Karte auch ein bisschen kneten. Also ich gehe hier nochmal bis 33. Ich möchte auch Spieler 2 natürlich in Mittelhand es nicht zu leicht machen, hier womöglich ein Herz zu spielen. Wenn ich dann selber nicht rankomme, dann möchte ich wenigstens ein bisschen Gegenblatt haben. Gut, dann haben wir ihn also in den Rang getrieben, gezwungen, man weiß es nicht, vielleicht wollte er ihn sowieso spielen. Und mein Partner findet mein Herz Ass, allerdings mit 0 Augen. Wäre mir natürlich lieber gewesen, er hätte vielleicht Kreuz geöffnet, dass meine 10 hinten frei wird. Das sehen wir hier, war aber gar nicht möglich, denn die fehlenden 4 Kreuzen sitzen beim Alleinspieler, also von mir eine nicht so gut getroffene Fortsetzung. Ja, insbesondere nicht, als ich jetzt auch noch gezwungen werde, hier Herz 10 zu stechen, dann sind die Buben schon um 2 dezimiert. Damit würde ich mal sagen, könnte sich die Waagschale zugunsten des Alleinspielers senken, wenn er denn noch den Kreuz Buben hat, und den hat er. Wenn der ohne 4 gewesen wäre, dann wird ihm das Kreuz Ass noch abgemeldet, er hat aber den alten, und damit würde ich mal meinen, sind wir hier aus der spannenden Phase raus. Pik ist der Schnitt mit dem König auch noch gelungen. Das wird wohl reichen für den Alleinspieler. Ja, jetzt schmiert er uns hier noch an mit Pik, aber da passiert ja auch nichts. Ich mache meinen Stich in Kreuz. Ich denke mal, Alleinspieler wird Karo Ass haben. Falls nicht, versuche ich es nochmal mit der 10, aber er hat das Karo Ass. Nun gut, und im Stock lag der Kreuzbube. Ja, hätte mir auch gepasst, aber so weit konnte ich es dann leider nicht ausprobieren. Aber jetzt, das ist ja fast wieder das gleiche von der Konstellation. 5 Trumpf in Herz, ohne 4 diesmal, ein blankes Ass, eine bestellte 10, Karo 8 Dame. Also erneut Risiko, aber sage ich mal 30 oder 40 wird ich hierbei auf jeden Fall bieten. Ich möchte dieses Spiel haben. Wenn du mal eins verlierst, dann ist es eben so. Es nützt dir allemal mehr, wenn du es versucht hast und am Ende mit einem sehr guten oder eben einem mäßigen Ergebnis rauskommst. So ein Ergebnis in der Mitte, das hilft dir eben nicht. So, bei 40 dann gibt Vorhand endlich auf. Und was ist mit Hinterhand? Für 40 komme ich ran. Also, Karo Bube wäre auch noch erlaubt, dann hätte ich mich nicht überreizt. Schauen wir mal. Oh, Herz 9 und Dame, ja Mensch, also die passen doch wie die Faust aufs Auge. Im Prinzip eine Raupenfindung. Wer möchte schon gern Herz 9 und Dame finden? Es sei denn, er hat genau mein Ausgangsblatt, das passt. 2 Trumpf gefunden, jetzt 7 Trumpf, immer noch schön ohne 4, ein schön teures Spiel, eine geschlossene Beikarte mit nur einer Abgabe. Das müsste doch funktionieren. Und da, Vorhand, raffiniert, sieht man selten, wird mit Trumpf eröffnet, das Spiel mit Karo Buben. Gut, erst ganz kurz Schreckmoment, hat er etwa 4 Buben. Das wäre so oder so nicht ganz gesund für mein Spiel, aber die Buben stehen gar nicht zu viert in einer Hand. Dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht rangekommen. So, was war die Idee? Gut, er hat 3 Buben. Weiß ich nicht genau, warum er es macht, aber es ist ja nicht verboten, auch mal Trumpf zu spielen, und es macht hier in dem Fall ja auch nichts kaputt. Weiterhin machen die Gegner ihre 3 Trumpfstiche. Da wird auch gewimmelt und gewimmelt. Kreuz Ass allerdings war jetzt natürlich eher günstig für mich. Dann habe ich jetzt den Rest. Ich zeige mal. Ja, und ich wollte auch sagen, wenn ich es richtig gesehen habe, hat es damit dann gerade noch für einen Schneider gereicht.
Also ein Herz ohne vier Schneider, nochmal 60 Punkte. Das ist dann wieder ein Päckchen mit 184 Punkten. Wunderbar, ergänzt wunderbar meinen ersten Auftritt auf jetzt schon über 400. Also wenn es mal immer so weiterläuft, dann wäre das ja hier alles gar kein Problem. Dann kommst du weit über 2000 und wirst mit Sicherheit dich qualifizieren. Das Problem beim Skat ist ja immer so ein Lauf, so schnell wie er begonnen hat, so schnell ist er dann auch mal wieder vorbei, denn natürlich liegt nicht immer so passend drin. Natürlich wird es auf diesem Weg, auf dieser Reise auch ein paar kleine Rückschritte geben, aber hier doch noch nicht. Das ist ja mal wieder ein ganz starker Ansatz. Das ist ja schon ein kurz vor Grand Hand. Nur die beiden Zehner, die ein bisschen riskant sind, halten mich davon ab, hier direkt den Grand Hand zu spielen. Da gucke ich doch lieber nochmal zur Sicherheit und finde gar nicht so dolle, aber die Pik 7 passt natürlich. So, was ist jetzt der beste Schneiderplan? Darum geht es ja nur. 14 Augen in Herz drücken wäre eine Möglichkeit und hoffen, dass Karo günstig verteilt ist. Ich kann aber auch mal 20 drücken, damit ist das Risiko noch geringer, das Spiel zu verlieren. Und außerdem kann das Spiel immer noch Schneider werden, denn es wird ja hier auch viel geschnippelt. Vielleicht wird der Herzkönig auch seinen Stich machen. So, da war die Karo Lusche im Abwurf. Gucken wir, was das zu bedeuten hat. Ja, eigentlich nicht so gut. Karo steht zu dritt bei Spieler 2, der hat jetzt noch Ass und König. Nimmt hier die Dame, okay, er spielt ein bisschen mit dem einen Auge. Weiß ich nicht genau, warum er es tut. Trotzdem 14 Punkte erstmal drüben. So, Kreuz 10 verhafte ich, das ist klar. Und nun muss ich erstmal einmal gucken, ob hier womöglich Pik König zu dritt steht. Dann müsste ich Pik, Pik, Pik spielen, um mir den siebten Pik hoch zu spielen, um mir einen Stich frei zu spielen. Das ist aber nicht der Fall. Pik steht artig verteilt, fehlt also nur noch der König. Das rennt mir jetzt nicht weg. Jetzt kann ich testen, ob ich mit Herzkönig den Stich mache. Und das ist der Fall. Es wird geschnippelt. Dann würde ich sagen, habe ich doch jetzt wieder ganz gute Aussichten auf Schneider. Denn das wäre doch ein Wunder, wenn hier das Ass rausgenommen wird. Nein, er schnippelt mit dem König. Und damit ist das Spiel Schneider. Rest ist bei mir also mal wieder ein leichter Vortrag, ein Sieg ohne große Magenschmerzen. Im letzten Stich ziehe ich mir noch die beiden roten Asse rein. Also, was soll ich sagen? Es macht schon Spaß beim Skat, besonders wenn die Karte so gut läuft. Dann fällt es auch leicht, natürlich mal so einen schlappen Gemischtwarenladen ohne Gegenwehr abzugeben, aufzugeben. Klein wird gespielt. Meine ganzen Hoffnungen ruhen natürlich auf den breiten Schultern meines Partners. Hat der wenigstens die Hand voll, wo ich schon nichts habe? Da habe ich eben schon mal gehofft, dass er vielleicht Herz 10 stechen kann, deswegen schon mal ein Bild gegeben. Das war aber nichts. Gut. Die kleinen Herzen, die wollen wir natürlich nicht haben. Aber vielleicht hat mein Partner ja noch den Buben. Oder habe ich jetzt gepennt? Fehlt da gar kein Bube mehr? Doch, aber es war nur der Herzbube. Er konnte den Pikbuben nicht abziehen. Deswegen also noch ein fetter Einstich für den Alleinspieler. Auch der gewinnt Rang mit 2. 122 zu 122. Jetzt fehlt ja nur noch Spieler 1. Oder wir setzen noch einen drauf. Nee, aber das ist nichts. Da bescheiden wir uns dann mit diesem einen schönen Grang. Doch, da muss ich sehr zufrieden sein. Kann ich sehr zufrieden sein. Über 500 Punkte nach drei Päckchen. Dabei muss ich sagen, großes Risiko gegangen. Zwei Spiele, die waren wirklich heiß, aber entweder durch Findung oder durch einen glücklichen Verlauf konnten sie gewonnen werden. Und ich sag mal, ich denke mal, so musst du auch an dieses Turnier rangehen, wenn du Aussicht haben willst, hier ganz vorne zu landen. So, jetzt kommt hier nochmal so ein Runterziehgrang, Abklappgrang. Hat ja die Hand voll, drei Buben, Kreuz, Ass 10, das andere Ass noch dabei, Pik Ass auch noch. Also, wenn wir da uns aus dem Schneider retten, das wäre hier das höchste der Gefühle. Aber dann hat er geschickt gespielt, muss man auch sagen.
Er hat nicht Kreuz rausgespielt, damit kann er das Karo Ass am Ende verhaften, den letzten Vollen auf 92. Und wieder waren zwei Buben im Skat, damit für Spieler 2 sogar hier das bessere Ende mit zwei schönen Gang 244. Ich bin hier also nicht der Einzige, bei dem die Karte ein wenig läuft. Und da können wir jetzt den Zwischenstand sehen, nach 3 von 12 Spielen 538 Punkte. Da würde ich mal sagen, mache ich vielleicht in den nächsten Wochen noch ein Anschlussvideo, was aus diesem verheißungsvollen Ansatz dann geworden ist.